beginnt so vor 3 Jahren. Tom und ich, mein Mitgründer, hatten viel schon mit Reisen zu tun. Haben gemerkt, wie schwierig es ist, eine optimale Reise zusammenzustellen. Sowohl auf der Langstrecke, dass ich alle meine Möglichkeiten sehe, als auch auf der Kurzstrecke, wenn ich in einer Stadt bin und von A nach B will. Und wir hatten irgendwann die Idee, das ist so 2010 gewesen, lass uns doch alle Möglichkeiten, wie ich von A nach B reisen kann, sei es mit dem Flug oder mit dem Zug oder mit dem Bus, aber auch in der Stadt mit der U-Bahn, Straßenbahn, Taxi, Carsharing, lass uns das alles in eine Plattform bringen und sehr nutzerorientiert sortieren. Das heißt, wenn ich schnell oder günstig oder ökologisch von A nach B möchte, sehe ich sofort, welche Möglichkeiten ich habe. Kann die vergleichen, kann die sogar auch kombinieren. Und das sowohl auf dem mobilen Endgerät, weil es liegt auf der Hand, dass man so ein Reisethema natürlich im mobilen Endgerät abbildet, als auch in einer smarten Desktop-Version, weil viele Reisen eben immer noch ganz klassisch aus dem Internet heraus gebucht werden. Und da haben wir uns dran gemacht. Das war die Idee. Als wir anfingen und die klassische Seed-Finanzierung brauchten, gab es das leider noch nicht. Wir wären absolut ein Case gewesen, der da Sinn gemacht hätte. Denn das, was wir tun, ist einer breiten Masse verständlich. Es ist kein spezialisierter Case. Ich glaube, das ist auch immer eine Downside. Es müssen, damit es eine Crowd versteht, auch meistens Fälle sein, die nachvollziehbar sind. Und es gibt viele Fälle, die spezialisiertes Wissen benötigen. Aber es gibt eben auch genügend Fälle, die das nicht benötigen, wo guter Menschenverstand ausreichen und für die ist Crowdfunding eine ganz fantastische Form, um Finanzierungen auf die Beine zu stellen. Denn in Deutschland ist die Frühfinanzierungsphase absolut unterversorgt. Und auch wenn viele sagen, nee, das ist gar kein Problem, ich sitze auf vielen Veranstaltungen, wo ich höre, also wenn du eine gute Idee hast, dann quasi fällt das Geld so wie Manna vom Himmel. Also das halte ich für einen Trugschluss. Das ist mitnichten so. Insofern gibt es viele Vorteile, die Crowdfunding mit sich bringen, die auch alle überwiegen. Es gibt einen kleinen Nachteil und das ist, dass natürlich der Investor in bestimmter Weise abstrakt ist. Er ist unsichtbar. Er ist also auch nicht da, um ein junges Team zu coachen. Sparring zu geben. Dass das Thema Crowdsourcing eins ist, dass wir uns genau anschauen und uns auch die Frage stellen, vor welche Herausforderung stellt uns das und auch die Branche, Reisemobilität, das liegt ja nun nahezu völlig auf der Hand. Wir sehen einen ganz spannenden Bereich und das ist, wir nennen das Rate Your Route, bewerte deine Route. Heute produzieren die Großen, in Anführungsstrichen, die Routen. Wir sagen dir, wie kommst du am besten von A nach B? Und wir denken, dass sich das in Zukunft ändern wird. Wir denken, dass in Zukunft Crowdsourcing in der Produktion von optimalen Routen, von optimalen Kombinationen eine enorme Rolle spielen wird. Das heißt, dass wir einfangen werden, wie die Masse letztlich bewertet, was die beste Kombination, was die beste Verbindung ist. Und das wird, glaube ich, schon ein enormer Wandel sein, genauso wie wir heute auch Verkehrslagen, Störungen, Staus, Verspätungen natürlich sehr stark über die Produzenten, also Bahn, Flug, Flughäfen etc. kommunizieren. Wird es da neue Produktionskanäle geben, in denen einfach die Kunden sagen, so und so sieht's aus. Und werden damit auch Mobilitätsströme und Mobilitätsketten verändern. Also es ist doch ganz spannend, wenn ich weiß, dass die U2 in Berlin dicht ist und dass über die Kunden, über die Mitfahrer in ein System eingespeist wird, so und so ist der Status quo, und wir darüber dann Mobilitätsanfrage, also die User, auf andere Verkehrsmittel steuern können, sagen können, hey, die U-Bahn ist somit überfüllt, überleg dir, ob du jetzt ein Carsharing-Mittel nimmst. Oder das zumindest mit einpreisen kannst im Kopf, dass es jetzt mehr Zeit dauert. Also wir glauben, dass es auf Mobilitäts-
Captain einen enormen Einfluss haben wird und dass wir da erst ganz, ganz, ganz am Anfang stehen, denn auch im Mindset der Produzenten, der Airlines, der Railway-Betreiber, der ÖPNV-Betreiber ist es natürlich immer noch so, auch nachvollziehbar, wir stellen dir die Route zur Verfügung und du entscheidest, ob du sie nimmst. Und ich denke, das wird durch Crowdsourcing in den nächsten 5 bis 10 Jahren enorm verändert werden, diese Vorstellung. Mobilitätsanbieter gehen digital und damit habe ich eine Vergleichsmöglichkeit. Das ist ein Riesentrend in der Mobilität und die neuen Fernbusse gehen auch alle sofort digital. Also es ist gar kein Thema mehr. Ich bin als Mobilitätsdienstleister jetzt online und mobil und unterliege damit einer neuen Vergleichsmöglichkeit. So, und das kommt zu einem nächsten Schritt, dass ein neues Bewusstsein und ein neues Nutzerverhalten daraus entspringen wird. Und das ist ein Riesentrend. Und ich weiß gar nicht, ob die Transportanbieter verstanden haben, dass von den Nutzern eine Veränderung kommen wird. Denn die Nutzer basteln sich jetzt ihre Mobilitätskette anders zusammen. Wenn ich sehe, ich habe A plus B plus C, um zum Ziel zu kommen, dann bastel ich mir das heute ganz anders zusammen als früher, wo ich einfach nur ein Taxi gestiegen bin, um dann vom Bahnhof zu meinem Ziel zu kommen. Heute habe ich viele andere Möglichkeiten. Ich kann diese alle auch sehen. Ich werde diese in Zukunft vielleicht sogar viel einfacher buchen können in meinen mobilen Endgeräten. Heißt also, das ganze Thema Mobile Ticketing wird sicherlich eins sein, was ein Trend sein wird. Und auch das Thema Location-Based Services, das kam ja schon mal so Mitte der 2000er Jahre ziemlich hoch. Dann ist es mehr oder minder gescheitert, zumindest so, wie es damals gedacht war. Ich habe also in meinem Smartphone die Möglichkeiten, Services um mich herum zu nutzen. Das ist erst jetzt möglich und zwar deshalb, weil ich wirklich weiß, wo jemand ist und auch wo er hin will. Das ist ja total spannend, wenn ich weiß, also der Kollege möchte jetzt vom Rosenthaler Platz nach zum Brandenburger Tor oder er möchte von Berlin nach München. Ich weiß also, wo er sich aufhält und ich kann darum herum ganz neue Services anbieten. Und das sind aus unserer Sicht die Trends. Das geht schon fast philosophisch, in eine philosophische Richtung, denn Konzerne, große Organisationen haben natürlich einen bestimmten Selbsterhaltungstrieb. Und aus dieser systemtheoretischen Sicht versucht man das, was man macht, erstmal zu erhalten. Also wir haben es gesehen bei Neckermann. Neckermann wäre sicherlich ein Unternehmen gewesen, das total spannende Voraussetzungen hatte, Logistik etc., um ins Internet zu gehen. Aber sie haben es nicht geschafft. Sie haben ja sogar noch irgendwie kurz vor der Insolvenz nochmal einen neuen Schwung an Katalogen rausgedonnert. Und das zeigt, dass das für große Konzerne es sehr, sehr schwierig ist, auf neue Marktgegebenheiten sich einzustellen. Und das ist auch das, was ich eben meinte. Die Nutzer werden durch neue Informationen im Markt ein neues Mobilitätsverhalten an den Tag legen. Und die Frage ist, schaffen es einige große Anbieter darauf, Antworten zu finden und sich darauf einzustellen oder nicht? Ich würde zu dem Thema gerne einen Bonmot zum Besten geben. Von den vielen Droschkenherstellern vor 150 Jahren, die ja von einer ähnlichen Situation standen. Da kommt also ein Benz um die Ecke, hat da ein Automobil, wo der Kaiser sogar gesagt hat, das ist ein vorübergehendes Phänomen. In Zukunft werden wir trotzdem weiter auf Pferden reiten. Wir alle wissen, es ist anders gekommen. Und die Frage ist ja, wie viel dieser Platzhalter haben das damals geschafft, diese Transition hinzubekommen, vom Droschkenhersteller zum Automobilhersteller. Und es war genau einer. Einer von den ganz vielen, und es war der Borgward, der leider später in den 60ern insolvent gegangen ist. Gleichwohl, das zeigt, wie schwierig es ist, eine Transition herzustellen aus einem bestehenden Geschäftsmodell in ein neues Geschäftsmodell. Und dass die systemimmanenten Kräfte ziemlich beharrlich sind. Also wir finden eines der spannendsten Themen, wie die großen Konzerne sich auf diese veränderte Welt einstellen können. Du hast es eben angesprochen, Open Innovation, Crowdfunding, Crowdsourcing vor allen Dingen sind Schlagworte, die absolut wichtig sind für solche Unternehmen. Und es bleibt die Frage, inwieweit werden es Sprechblasen sein, die man von Sitzung zu Sitzung weiterschiebt, oder inwieweit
inwieweit ist man unternehmerisch in der Lage, auf diese veränderte Marktsituation einzugehen. Ich habe eben das Borgward-Beispiel genannt, wie viele der Droschkenhersteller haben die Transition zum Automobilhersteller geschafft. Und heute stehen wir vor einer ähnlichen Situation. Wie viele der Transportproduzenten, das sind ÖPNV-Verbünde, Bahnunternehmen, Automobilhersteller, schaffen die Transition in die nächste Ära der Mobilität? Und die nächste Ära der Mobilität ist nicht mehr die Frage wahrscheinlich, habe ich ein Auto, kann ich irgendwie von A nach B kommen, habe ich einen Zug, um von A nach B zu kommen, sondern bin ich in der Lage, einen integrierten Service anzubieten und bin ich in der Lage, mein Mindset auf Open Innovation und auf Crowdsourcing umzustellen. Und das ist für große Unternehmen sicherlich eine enorme Herausforderung, vor allen Dingen, weil es ein so in Anführungsstrichen weicher Faktor ist. Da geht es nicht um harte Zahlen erstmal, sondern da geht es schon sehr viel um Mindset, Kultur, Mentalität etc. Und das muss vorgelebt werden. Das weiß ich nicht, wie das in jedem einzelnen Konzern so ist, aber es muss vorgelebt werden von den Führungspersönlichkeiten, die sagen, wir müssen uns auf neue Marktgegebenheiten einstellen, wir müssen unseren Mindset ändern, wir können nicht mehr nur so bunkern, mauern, und das ist durchaus ja ein etabliertes Muster in der Automobilindustrie, harter Wettbewerb zwischen den Anbietern. Ich glaube, gerade die Automobilindustrie muss sich überlegen, wie stellen wir uns auf neue Mobilitätsbedürfnisse der Kunden ein. Und das ist eine Herausforderung, aus Kundensicht Mobilität zu denken und nicht aus Produzentensicht, wie kann ich Mobilität zur Verfügung stellen, sondern was will der Kunde eigentlich in Zukunft? Was ändert sich durch Internet und mobile Smartphones? Und wer das schafft, wird sicherlich einen großen Pokal mitnehmen.